Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar ist der neue BMW X7 natürlich mittlerweile auf dem Markt. Das Ganze erst in den Staaten, hier in Europa leider noch nicht. Das Ganze wird natürlich auch in den nächsten Monaten folgen. Ich würde mal sagen, wir schauen uns gemeinsam den neuen X7 kurz an und schauen, was der neue SUV von BMW optisch so hergibt. Groß. Größer. Mega. Bei den SUV mega läuft offenbar ein Spiel ohne Grenzen. Und so wirft BMW den gigantischen X7 ins Rennen. Im März 2019 kommt der 5,15 Meter lange Siebensitzer. Also 5,15 Meter lang soll der SUV von BMW sein. Hier sieht man ihn seitlich. Von der Seite finde ich, sieht das Auto schon recht gut aus. Erinnert mich an den Volvo, den es schon lange gibt. Ja, von der Form her ist es relativ gleich. Der Style hinten von den Rückleuchten und so, die Auspuffblenden, ist schon relativ ähnlich. Ab gut 84.000 Euro auf den Markt. Er komplettiert BMWs SUV-Palette. Also das Ganze geht ab 84.000 Euro auf den Markt. Also könnt ihr euch ja mit relativ hoher Ausstattung dann ab 100.000 da einordnen. Vom kompakten X1 bis zum X7 haben die Bayern jetzt 7 höher gelegte Allrounder. Selbst die Nische der SUV-Coupés war mit den Modellen X2, X4 und X6 bereits komplett abgedeckt. Für einen Mega-SUV war es also höchste Zeit. Der X7 tritt an gegen etablierte Rivalen in Übergröße wie Cadillac Escalade, Mercedes GLS oder den klassischen Luxus-Allrounder Range Rover. Mit 5,15 Metern Länge ist der Allradler X7 nun BMWs größtes Fahrzeug. Für den bulligen Auftritt sorgt besonders die größte Niere der BMW-Historie. Also, hier wird natürlich die Niere des X7 angesprochen. Hat ja in den sozialen Netzwerken so einige Gespräche ausgelöst, sage ich jetzt mal. Man muss auch schon sagen hier, das ist schon sehr, sehr übertrieben. Die zwei großen Nieren sehen da schon richtig, richtig lächerlich aus. Also mein Geschmack ist es nicht. Von vorne gefällt der Wagen mir auf jeden Fall nicht. Von hinten umso besser und seitlich sieht der ganze Wagen auch schon richtig, richtig geil aus. Von innen wollen wir gar nicht reden, aber hier von vorne mit den zwei großen Nieren, da hat BMW auf jeden Fall den falschen Schritt eingeleitet. Unterstützt durch bis zu 22 Zoll große Leichtmetallfelgen und eine breite Chromspange. Also wie ihr hier gesehen habt, das Heck ist schon zu geil. Also von hinten kann man da auf jeden Fall nicht meckern. Die Rückleuchten sind sehr, sehr geil und mittlerweile diese Chromleiste am Heck hat ja schon der ein oder andere Automobilhersteller. Die praktische Kofferraumklappe ist wie beim kleineren X5 zweigeteilt und betont zusätzlich den massigen X7-Look. Im SUV-Giganten herrscht überall Luxus in Lack, Leder und mit noblen Hinterglaselementen. Also hier die Mittelkonsole sieht schon sehr, sehr geil aus, muss man schon sagen. Riesige 3,10 Meter zwischen den Achsen bringen viel Platz auf allen 7 Sitzen. Bis zur dritten Reihe sollen Erwachsene. Also das Ganze ist ein 7 Sitze, so wie ihr seht. Ihr habt auf jeden Fall genug Platz hier im über 5 Meter langen Fahrzeug. Der Wagen, so wie er hier ausgestattet ist, ist natürlich definitiv voll. Ihr seht hier an den hinteren elektrischen Sitzen sowie den Monitoren. Bequem mitreisen. Selbst dort gibt es USB-Anschlüsse. Alle Sitze sind elektrisch verstellbar. Bis über 2100 Liter Gepäckvolumen bedeutet, rechnerisch passen 59 Bierträger in BMWs Mega-SUV. Das war ja klar, dass hier die bayerischen Motorwerke in Bierkästen berechnet werden. So kennt man die Bayern natürlich. Grüße gehen natürlich raus. Voller Besatzung bleiben allerdings nur 326 Liter, nicht viel mehr als bei Kleinwagen. Im Luxussegment sind üppige Technikfeinheiten ein absolutes Muss. Alle X7-Varianten bieten LED-Scheinwerfer, 4-Zonen-Klimaautomatik, Panoramaglasdach und viele Assistenten. Das volldigitale Cockpit des Allradriesen X7 sorgt für Heimkino-Atmosphäre. Es besteht aus 2 je 12,3 Zoll großen Bildschirmen. Technik-Updates gibt es laufend übers Internet. Also hier das volldigitale Display ist auf jeden Fall sehr, sehr geil, gefällt mir richtig, richtig gut. Hier das Navi, das direkt am Cockpit anliegt, ist auch sehr, sehr groß, 12,3 Zoll. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus, muss man schon sagen.
Das Lenkrad, das ihr jetzt hier seht, gefällt mir persönlich nicht so. Da fand ich die Modelle, wie zum Beispiel in meinem 1er der ganzen F-Reihe, viel, viel schöner. Ich denke, das liegt einfach an dem Airbag, der auf jeden Fall schon viel, viel größer ist, und an den zwei Speichen seitlich, die natürlich viel breiter sind. Bei den F-Modellen relativ dünn. Den BMW X7 gibt es nur mit Allradantrieb, 8-Gang-Automatik und adaptivem Fahrwerk. Luftfederung bringt variable Bodenfreiheit. Ab März 2019 gibt es 3 Sechszylindermotoren mit 265 bis 400 PS, 2 Diesel und einen Benziner. Bis 400 PS ist das Ganze natürlich möglich. Hier werden tatsächlich noch 6 Zylinder verbaut. In anderen Fahrzeugen werden höchstwahrscheinlich nur noch maximal 4 Zylinder kommen, wie zum Beispiel im nächsten Einzel-BMW. Manche Experten beklagen beim X7 das Fehlen des standesgemäßen V12-Motors aus BMWs Luxuslimousine M67 Li. Doch auch so scheint er gut gerüstet für die typischen Mega-SUV-Märkte USA, Arabische Emirate, Asien und Russland. In Deutschland wird der X7 wohl nicht so häufig unterwegs sein, aber auch nie unauffällig. Da hat er auf jeden Fall recht, aber ich denke, das ist auch der Grund, warum er schon in den Staaten erhältlich ist. Er wurde ja, wie gesagt, ausschließlich für die Emirate oder für die Staaten hier auf den Markt gebracht. Aber ich hoffe, ihr konntet euch ein Bild machen vom neuen X7. Ist auf jeden Fall ein geiles Fahrzeug. Tendenziell können sich Normalverdiener sowieso das Auto nicht leisten. Das war's dann auch schon mit dem ganzen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet euch ein paar Einblicke in den neuen BMW X7 verschaffen. Abonniert doch gerne den Kanal. Folgt mir auf Instagram und wir sehen uns im nächsten Video. Peace!